Lieber Schütze, das ist die allgemeine Monatsprognose für Oktober 2020. Du beginnst den Monat mit einem Vollmond in Widder. Du bist dabei, ein großes persönliches Projekt zu verwirklichen. Du wirst erfolgreich sein, wenn du offen für neue Handlungsstrategien bist und einen Plan B suchst. Die Themen Kinder und Bildung verlangen mehr persönlicher Einsatz. Finanzielle Aspekte können hierbei von Bedeutung sein. Am 4. des Monats geht Pluto wieder direkt in Steinbock. Eine tiefgreifende und strukturelle Veränderung deiner beruflichen oder finanziellen Situation wird sich bald ergeben. Wenn du Geld gespart hast, dann dürftest du bald eine große Summe erhalten oder verlieren. Hierbei ist das individuelle Horoskop zu berücksichtigen. Zwischen 7. und 9. des Monats hast du Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. An diesen Tagen können Nervosität und Rastlosigkeit eintreten und das Unfall- und Fehlerrisiko nehmen deutlich zu. Geduld und Toleranz, mein lieber Schütze, werden dir dabei helfen, mögliche Lösungen und Auswege im Alltag zu finden. Zwischen 10. und 12. des Monats haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Merkur. Du solltest viel mit einem Menschen sprechen oder vielleicht wirst du mit einem Menschen viel reden. Und diese Person befindet sich zurzeit in einer ungünstigen Situation. Am 14. des Monats geht Merkur rückläufig in Skorpion. Und der Einfluss dieses Aspekts bleibt bis zum 3. November. Die richtige Einschätzung von Menschen und Situationen erfordern tiefgreifende Maßnahmen und Perspektiven. Bis Ende November können Inhalte aus deiner Vergangenheit ins Bewusstsein treten und für Unsicherheit sorgen. Du solltest dich etwas zurückziehen, um einen Einblick in das Verborgene zu gewinnen. Diese Aussage betrifft insbesondere die Themen Beziehung und Beruf. Zwischen 13. und 16. Oktober haben wir mit einem T-Quadrat zu tun. Dieser T-Quadrat wird zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn stattfinden. Es ist wichtig, die richtige Zeit für große Geldinvestitionen oder für das Eingehen von rechtlichen Verbindlichkeiten zu finden. Die Zeitqualität begünstigt die Ausübung deiner organisatorischen Fähigkeiten und Kreativität. Am 6. hast du einen Neumond in Waage. Eine Reise, geselliges Treffen oder Veranstaltung können bis zum 24. Monatstag von Bedeutung sein. Zwischen 17. und 24. Oktober hast du Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn in Steinbock. Die praktische Umsetzung einer Idee erfolgt in Koordination und Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Hierbei könnte man Kompromisse eingehen, die sich später als ungünstig erweisen können. In den Bereichen der Liebe und der Familie kann man tief berührende Geschichten erleben. Zwischen 19. und 30. Oktober haben wir mit einem Spannungsaspekt zwischen Jupiter und Mars zu tun. Das heißt für dich, eine Tendenz zur Übertreibung und Übermaß könnte dich leicht ins Irre treiben. Also meine Übertreibung vor allem auf der emotionalen Ebene. Man erfährt eine Zunahme an Mut und Enthusiasmus, aber man sollte seine Kräfte für sehr spezifische und richtige Zwecke einsetzen. Und dann zum Schluss, am 31. Oktober beendest du den Monat mit einem großen Vollmond in Stier. Bei vielen Schützen wäre ein Orts- oder Arbeitswechsel bis zum Jahresende empfehlenswert. Dein Tagesablauf könnte sich in den folgenden 2 Wochen aufgrund von unvorhersehbaren Geschehnissen verändern. Mein lieber Schütze, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose.
Wenn du eine individuelle und spezifische, eine konkrete Vorausschau benötigst, kannst du jederzeit eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bleib gesund und bis zum nächsten Video.